Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier seit einer doch schon langen Zeit hier zurück zum Euro Truck Simulator 2. Wir fahren heute Betonträger und ich bin mir nicht mal sicher, ob wir das hinkriegen, aber ich muss sagen, es tut gut, wieder in einem LKW zu sitzen. Es tut gut, wieder seit langer Zeit in einem LKW zu sitzen und es tut auch gut, endlich wieder... Naja, wie soll ich sagen? Einen neuen Account zu haben. Der alte war so dermaßen leider kaputt gemacht durch sämtliche Mods. Ich habe ihn leider nicht reparieren können. Und also ich kriege ihn schon repariert, wenn ich ganz viel Zeit reinstecke. Hoppla. Aber ich bin ehrlich, möchte ich nicht. Da ist so viel Geld drauf. Durch den Multiplayer, dass es einfach so dermaßen unrealistisch ist. Und ich hoffe einfach, dass wir zusammen jetzt hier Hubi-Transporte aufblühen lassen und unseren Erfolg so gesehen gemeinsam wieder aufbauen. Ich meine, wir sind ja schon ein paar Jahre hier auf dem Markt und ich denke mal, die Kunden wissen das, ihr wisst das, wir alle wissen das und dann bekommen wir das schon hin. So, ich muss die, ich muss gestehen, dass ich ein paar Einstellungen anders eingestellt habe. Und jetzt erstmal natürlich schauen muss, wie das jetzt nochmal ging. Ich habe hier Lichthupe, wo eigentlich mein Tempomat ist. Und. Also ich habe nur einige Einstellungen zu korrigieren. Aber ich denke mal, es wird genauso viel Spaß machen wie früher. Ich liebe die Umgebung ja jetzt schon. Wisst ihr, das habe ich alles vermisst, aber man muss das einfach so sehen. Ich hatte definitiv die letzte Zeit überhaupt gar keine Lust auf einen Eurotruck. Ich kann euch aber auch nicht wirklich sagen, woran es lag. Wisst ihr, manchmal hat man das einfach und dann ist das so. Naja. Lassen wir die Vergangenheit hinter uns und lasst uns gemütlich hier unsere Firma wieder aufbauen. Und ich denke mal, das kriegen wir auch ganz gut hin. Und ich habe dann vor, ab Montag dann wieder täglich ETS 2 zu bringen. Und das wird wahrscheinlich auch erstmal auf diesem Channel so bleiben. Okay, wir haben doch einen Retarder, der setzt nur extrem spät ein bei 66 km/h. Den müssen wir aber ein bisschen anders einstellen. Das ist too much. So, ich wollte euch noch was erzählen. Und zwar geht es genau um diesen Kollegen, der hier gerade vorbeifuhr. Und damit möchte ich gerne einen Gruß an alle Polizisten setzen. Und vielleicht hört auch einer zu und kann mir das genauer erklären. Also ich bin heute Morgen mit meiner Tochter über die Straße gegangen, als mir ein Porsche Cayenne entgegenkam, so gesehen. Und dieser fuhr gefühlt 70, 80 km/h in der Stadt. Sehr schnell auf jeden Fall. Also man sah ihn und er war weg. Und soviel ich weiß, ist in der Stadt nur 50 km/h erlaubt. Zumindest kriege ich einen auf dem Deckel, sollte ich 60 fahren. Ist zwar noch nicht passiert, aber ich fahre auch keine 60. So, und so zur Thematik. Dann kamen die Kollegen in Blau hinterher. Aber nicht, wie ich als Bürger denken würde, mit 80, 90, 100 km/h, damit sie ihn bekommt. Nein, mit 50. Es interessierte sie nicht. Sie schüttelte den Kopf über diesen Porsche-Fahrer. Und das war's. Hoppala, sorry. Und das war's. Mehr haben sie nicht getan. Es war okay für sie. Anscheinend. Vielleicht sah der Mann zu böse aus im Auto oder so. Dazu habe ich auch eine Instagram-Story veröffentlicht. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich fand es sehr asozial. Wisst ihr? Ich bin am Bushof hier in Aachen einmal gewendet hinter einen Polizeiwagen und durfte dafür bezahlen, weil durchgezogene Linie, kann ich nachvollziehen. Aber ja gut, es war frei. Es war niemand. Ich habe eigentlich keinen gefährdet, aber trotzdem darf man es nicht. Gut, ich kann mich davon jetzt nicht freisprechen. Sehe ich auch ein. Aber dieser Porsche, der da definitiv zu schnell fuhr, und das habe ich nicht nur gesehen, das haben viele Leute gesehen und das hat auch die Polizei gesehen, sonst hätte sie nämlich nicht den Kopf geschüttelt, hat nichts, aber auch rein gar nichts getan. Wisst ihr, und das ist so die Thematik, wo ich sage, wow, habt ihr gesehen? Die Scheiben wackeln.
Ist das jetzt aus Versehen so? Ich glaube tatsächlich, dass das... Ist das ein Feature oder buggt das Game da an der Stelle vielleicht auch nur? Na, wer weiß. An den Framesticks nicht, zum Glück. So. Dann fragen wir mal nach, wo wir es abstellen können. Ja, wo willst du stehen haben, natürlich. Ich denke mal nicht, dass ich das Einparken jetzt in der Zeit verloren habe. Ich möchte kein automatisches Einparken. Dankeschön. Okay, ich muss noch ganz kurz die Zoom-Taste finden. Nein, ja, bestimmt nicht über Gameplay, Herbert. Tasten und Knöpfe. So, jetzt muss ich noch ganz kurz was umstellen. Und zwar möchte ich gerne meinen Tempomat hier unten haben. Die Lichthupe von mir aus da oben und in der Mitte der Scheibenwischer, dann passt das auch wieder. So, und jetzt Zoom-Funktion. Zoom, 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 Zoom. Kamerasteuerung, denke ich mal, dürfte hier definitiv dabei sein. Innenansicht zoomen, so. Weil sonst, könnte die Ecke doch ein bisschen schwer zu erreichen sein, wobei... Ich denke sogar, dass es schwer wird von hier aus. Weil der doch ziemlich lang ist. Und wir genau jetzt die komplette Sicht verloren haben, so gesehen. So, was ist passiert? Oh nein! Wir sind einfach nur zu früh rein. Ich sehe es gerade da links. Schade. Ja, also ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem Verhalten haltet, was die Polizei da an den Tag gelegt hat. Und ich lese mir eure Kommentare durch und dann werden wir nächste Folge gerne mal darüber diskutieren. Weil ich denke mal, auch ihr seid öfters mal in der Stadt unterwegs und auch ihr möchtet über eine Straße gehen. Ach, dafür kriege ich den da nicht rein. Ich habe vergessen, die neuen Trailer, beziehungsweise, was heißt neu, aber der ist ja etwas neuer. Der lenkt ja mit. Ich darf da nicht so krass einlenken. Erst im letzten Moment. Da sieht man's. Okay, hat funktioniert. Sehr schön. Tatsächlich wackelt das Glas im Stand. Es gibt Sachen, die gibt's gar nicht. Unfassbar. So, unsere erste Filiale ist in Köln im Übrigen. Also, ich habe wieder da abgestellt, wo ich auch früher sässig war, so gesehen. Und ich bin auch eigentlich zufrieden in Köln, ne? So, vielleicht habe ich noch eine kurze Fahrt für diese Folge. Gucken wir mal, da Dortmund ist was lang. Ich würde schon gerne die Folge jetzt hier die Strecke fahren können. Moment, wir können aber auch in Düsseldorf fahren. Vielleicht gibt es Düsseldorf-Köln. Das wäre schön. Ne, warum auch, ne? Von Düsseldorf nach Duisburg. Ja, die Fahrt machen wir noch, diese Folge. Und ich werde jetzt gucken, dass wir natürlich genug Geld zusammenbekommen für einen eigenen LKW etc. pp. Und ich werde das ganze Fahren natürlich so realistisch, wie es geht, darstellen. Bedeutet, wir werden hier das Onboard-Navi benutzen. Sollte kein Onboard-Navi da sein, ist es natürlich etwas schwerer. Aber selbst dann werden wir sehr wahrscheinlich eine Lösung dafür finden. Dass wir vielleicht an Raststätten kurz auf die Karte gucken oder so. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall, eure Kommentare zu lesen. Was ihr so von diesem Verhalten, ja, wie ihr das Verhalten findet, was die Polizei da an den Tag gelegt hat. Oder vielleicht habt ihr schon Ähnliches erlebt. Ich meine, ihr seid ja auch im Straßenverkehr unterwegs, wisst ihr? Und vielleicht habt ihr da tatsächlich schon was gesehen. So, erstes Ziel dieses Let's Plays ist im Übrigen, Deutschland freizuschalten. Das heißt, wir werden alle deutsche Städte abfahren. Danach werden wir uns, denke ich mal, größenmäßig nach England bewegen. Und dort alles freifahren. Und dann immer weiter, 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 bis wir jetzt wirklich mal die Map freigeschaltet haben. Ich meine,
Das dauert natürlich ein bisschen, aber wir haben ja auch Zeit. Ne? Es läuft ja nichts weg. Ich merke aber auch gerade, dass ich viel zu schnell bin. Ich dachte gerade, dass wir Richtung Autobahn unterwegs sind. Dabei sind wir das ja gar nicht. Wir sind ja ganz normal auf der Landstraße unterwegs. Ich hoffe natürlich, dass beim Bearbeiten und Schneiden jetzt kein Fehler passiert und irgendwie was verloren geht oder so. Aber ich muss wirklich zugeben, ich sehe immer häufiger die Polizei einfach Fehlentscheidungen treffen bzw. gar nicht zu reagieren. Über Rot, über die Ampel laufen und so weiter. Fußgänger, Fahrradfahrer müssten meiner Meinung nach genauso bestraft werden. Werden sie aber nicht. So, ich habe mal ein bisschen Gas gegeben, dass mal der nächste Gang gewählt wird, weil dieses Geräusch, das, ja, bei 1500 Umdrehungen hört sich der Fängt gut an, oder? Kurz vorher wurde es 50. Geil. Ja, ich meine, schon lange keinen Strafzettel mehr bekommen. Also wirklich nicht, ne? Das ist der erste seit dem letzten Video, glaube ich. Bei Fahrradfahrer fahren sich ein Dreck zusammen. Wirklich. Also manche, nicht alle. Viele Fahrradfahrer benehmen sich. Fahren auf ihrem Fahrstreifen, da wo sie dürfen, halten an roten Ampeln an etc. Es gibt aber auch viele Fahrradfahrer, die fahren dann bei Rot einfach über den Bürgersteig weiter und solche Späße, wisst ihr, und das muss auch einfach bestraft werden. Aber wie gesagt, lasst in den Kommentaren mal euren Frust raus, eure Meinung raus. Seid ihr Betroffene, seid ihr vielleicht Polizisten und könnt mir das erklären, was da passiert ist? Da würde ich mich freuen, oder ihr kennt einen Polizisten. Fragt mal bitte nach, wie das zustande kommen kann. Solch eine Situation. Wie gesagt, die Polizei fuhr nur kopfschüttelnd weiter. Mercedes hört sich ein bisschen an, als ob er gebraucht wurde. Ach, da vorne. 63.000 Kilometer ist natürlich eigentlich nicht wirklich eine Nutzungsdauer. So, die Kollegen brauchen also hier unsere Fracht. Dann bringen wir denen mal unsere Fracht. Dann sind sie vielleicht ein bisschen happier und können vielleicht Feierabend machen oder so. So. Wo wollt ihr denn stehen haben? Ach, hier. Okay. Ich dachte gerade nur so, hä? Ich sehe gar keine Anzeige. Ich wollte ja gar nicht haben. Soll ich wieder fahren? So sah das nämlich gerade irgendwie aus. Ah, zu eng. Eingeschlagen. Ich hoffe natürlich, dass das mit und mit wiederkommt. Unsere Fähigkeit des Einparkens. Weil ich fand schon, dass wir, beziehungsweise ich, weil ich fahre ja hier letztendlich, schon gut einparken konnte, ne? Na also, geht doch. Sehr schön. So, Handbremse rein, Motor aus und absatteln. Sehr schön. Ausgezeichnete Leistung. Level erreicht. Und hier werde ich jetzt just in time. Wir machen erstmal spritsparende Fahrweise voll, weil die brauchen wir. Okay, dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, bleibt mir seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao.